Willkommen zurück zum Let's Play Assassin's Creed. Ich bin immer noch Dr. Dude und neben mir sitzt ausnahmsweise mal nicht jemand, denn ich bin wieder alleine. Ja, forever alone. Und, ja, ich spiele jetzt auch gleich mal fortsetzen, denn wir haben ja noch ein bisschen Content durchzubringen. Und die Folgen sind jetzt auch nicht mehr so lange, denn es gibt ja nicht mehr so viel vor. Gottverdammt, was ist jetzt schon wieder? Ich habe komische Temperaturanzeigen. Ich glaube, der Animus läuft heiß. Jesus, immer ist irgendwas. Wie lange? Weiß ich noch nicht. Diese Verzögerungen sind inakzeptabel, Mister. Ich will jede Stunde einen Bericht. Es wird ein Weilchen dauern, Desmond. Warum legen Sie sich nicht hin oder so? Ruhen sich aus. Ja. Lässt sich machen. Was war denn diesmal los? Warum schreit er sie immer an? Es ist seine Maschine. Seine Theorien, aber er hat sie nicht selbst gebaut. Wer dann? Sie? Nein, Abstergo hat ein Ingenieursteam. Es gibt nicht viel, was sie nicht haben. Aber ich habe den Zusammenbau überwacht. Schätze, deshalb ist er immer wütend auf mich. Er ist ein Arsch. Er steht unter großem Druck. Wie wir alle. Unglaublich, dass Sie diesen Kerl verteidigen. Warren rettete mein Leben. Wenn er gerne ein bisschen herumbrüllt, lassen Sie ihn. Ja. Dann gehen wir wieder ins Zimmer. Was zum... Jemand war hier drin. Genau. Sieht aus wie ein Zugangscode. Genau. Und dieser Zugangscode war, wie wir herausgefunden haben, fürs Tür. Ja, fürs Tür. So. Und jetzt ist auch niemand wieder hier. Und Miss Dorman hat ihren Stift liegen lassen. So. Die E-Mails hatten wir ja schon gecheckt. Und dann den Rechner kamen wir ja jetzt auch nicht. Oder? Ich glaube allerdings nicht. Genau. Da kamen wir nicht dran. Somit... Na gut, wir können noch mal eben ihre Mails checken. Ich habe ja jetzt schon seit einiger Zeit nicht mehr aufgenommen, daher weiß ich nicht mehr so ganz genau, was da drin zukam oder was da drin war. Ihr Stift, so. Warte, ich habe Stift auf dem Fahrrad gefunden. Ja, leider steht da nicht, wie wie man den benutzt, daher, ja. Die Mails hatten wir alle schon. Dann sehen wir uns ein bisschen an der anderen Tür da um. Da der Access-Key-Stift ja anscheinend das Ding öffnen könnte. Allerdings gibt es hier nirgendwo eine Öffnungsanlage. Versuchen wir allerdings mal diese Tür, auch wenn sie nicht, wenn das nicht funktioniert. Gut, da kommt man also nicht rein. Dann gehen wir uns jetzt dabei hinlegen.
Raus aus dem Bett! Es wird ein schöner Tag. Sie sind aber heute gut gelaunt. Miss Dirman hat einige Modifikationen am Animus vorgenommen. Sie sollten jetzt noch länger drinbleiben können. Um Ihnen bei der Schatzsuche zu helfen? Das ist eine ernste Angelegenheit, Mr. Miles. Ich glaube, Sie wissen die Arbeit, die Abstergo leistet, nicht zu würdigen. Vielleicht, weil ich überhaupt nicht weiß, was ihr Leute tut. Wir ändern die Welt. Jeden Tag. Auf 100 verschiedene Arten. Wussten Sie, dass beinahe jeder Durchbruch des letzten Jahrtausends, sei er medizinisch, mechanisch oder philosophisch, von Abstergo oder seinen Vorgängern kam? Das ist eine kühne Behauptung, Doc. Meinen Sie nicht, Sie übertreiben da ein bisschen? Nicht im geringsten. Oh, natürlich ernten wir nicht die Lorbeeren. Das würde viel zu viel Aufsehen erregen. Wir suchen uns unsere Günstlinge sorgfältig aus. Warum? Ist das nicht offensichtlich? Es bedeutet, dass wir die Kontrolle haben. Aber wie? Was macht Sie so besonders, so clever, dass Sie all diese Dinge erfinden konnten und wir Normalsterblichen wie die Idioten herumstolpern? Um fair zu sein, wir erfinden sie nicht. Wir finden sie. Finden? Es sind Geschenke, Mr. Miles, von denen, die vor uns waren. Wir sprechen später weiter. Die Zeit drängt. Jo. Wie schon mal gesagt, die Ähnlichkeit zwischen Al-Mualim und dem Doc. Ja. Morgen, Desmond. Ja, hi. Wir begeben uns jetzt erstmal. Können wir noch mit ihr sprechen? Nein, können wir nicht. Also gehen wir in den Animus. Sie müssen sich hinlegen, Desmond. Gut. So, hier haben wir alles. Dann Gedächtnisabschnitt 4. Zeit, das Programm zu starten. Keine Daten verfügbar. Ja, dann setzen wir uns mal fort. Sollten Sie einen Tumult verursachen, ist es ratsam, das Gebiet zu verlassen, um keine weitere Aufmerksamkeit zu erregen. Tretet ein, Altair. Ihr schlagt euch gut. 3 von 9 sind tot. Und dafür gebührt euch mein Dank. Aber ruht euch nicht auf euren Lorbeeren aus. Es hat gerade erst begonnen. Ich stehe zu euren Diensten, Meister. König Richard, ermutigt durch seinen Sieg bei Akkon, bereitet einen Zug gen Süden auf Jerusalem vor. Salah al-Din ist sich dessen bewusst und sammelt die Seinen vor der zerstörten Zitadelle von Arsur. Wollt ihr denn, dass ich beide töte? Ihren Krieg beende, bevor er richtig beginnt? Nein. Das würde ihre Armeen zerstreuen und das Land dem Blutdurst tausender zielloser Recken preisgeben. Sie werden erst in vielen Tagen aufeinandertreffen. Und derweil sie marschieren, kämpfen sie nicht. Ihr müsst euch um eine dringlichere Bedrohung kümmern. Die Männer, die so tun, als würden sie in ihrer Abwesenheit herrschen. Liefert mir Namen und ich liefere euch Blut. Das werde ich. Abul Nukut, der reichste Mann in Damaskus. Majid ad-Din, Regent von Jerusalem. Wilhelm von Montferrat, Lehnsherr von Akkon. Was sind ihre Vergehen? Gier, Arroganz, das Abschlachten Unschuldiger. Mischt euch unter das Volk dieser Städte. Dann erfahrt ihr von ihren Sünden. Habt keinen Zweifel, dass diese Männer dem Frieden, den wir suchen, im Wege stehen. Dann sollen sie sterben. Ihr habt euch ein weiteres Ausrüstungsstück verdient. Nehmt es. Macht es euch zunutze. Kehrt nach jedem Anschlag zu mir zurück, auf dass wir ihre Absichten erkennen mögen. Und, Altair, seid wachsam. Eure Taten haben wohl die Aufmerksamkeit der Stadtwachen erhöht. Sie werden jetzt misstrauischer sein als zuvor. Ja. Gut, jetzt haben wir auch wieder die Handschuhe. Damit können wir nun Vorsprünge greifen und uns auch losreißen. Ha, habt ihr gesehen? War voll geil. So. Wir mal gucken, ob wir was vergessen haben. Sieht allerdings nicht so aus.
war's nicht. Und dann, Alter, ihr, hoch so rein. Zack. Hab ich nur ein bisschen erwischt. Hält nicht weiter auf. So. Alter hier, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Tun wir das mal. Das war irgendwie pretty einfach. Gut. Messer werfen? Brauchen wir nicht. Treffen lassen? Ja. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Gut. Wir haben die Fähigkeit erlernt, erstens die Griffe zu brechen. Und, oh, wo müssen wir denn hin? Oh, ins Königreich. Denn wir reiten einfach mal dahin, um noch die ganzen... Mit Leichen können sie ihre Gegner ablenken. Die Soldaten verlassen ihre Posten, um sie zu untersuchen. So können sie in Form... Da müssen wir nämlich noch ein paar... Aussichtsposten erreichen. Ist er auf der Flucht? Die uns ja noch fehlen. Und da hier. Hier haben wir sie schon. Hier noch. Der flieht doch vor allem. Nein, er will einfach nur schneller sein als ihr gewöhnlichen Noobs. So, jetzt auch, müssen die uns dann nicht erkennen. Wir tauchen noch ein bisschen unter, weil das sind doch ein bisschen viele, selbst mit dem Griffbrecher. Und ich bin schon wieder vollkommen falsch. Okay, jetzt haben sie uns entdeckt. Also ist auch nicht weiter schlimm. Ja. Er hat es erwischt. Schöne Aussicht auf den Hintern. So, damit hätten wir auch das erledigt.